Solltest du lieber Coach oder Business Trainer werden? Dieses Video hier wird dir nicht nur die Antwort auf diese Frage geben, sondern du wirst auch durchschauen, inwiefern Trainer und Coaches in Wirklichkeit was verdienen und warum es derzeit einen solchen Hype um das Thema Coaching gibt. Hi, ich bin Marius und in diesem Kanal helfen wir dir, deinen Weg zum Business Trainer oder Coach zu meistern. Ich bin selbst ausgebildeter Coach, ausgebildeter Business Trainer und Personalentwickler und ich sage jetzt zuerst was zum Unterschied. Coach versus Trainer. Ein Business Coach begleitet eine Einzelperson im vertraulichen Rahmen, das heißt in einer 1-zu-1-Beziehung. Das heißt, ein Coach stellt Fragen auch, um Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Ein Trainer dagegen arbeitet mit einer Gruppe. Das heißt, er hat ein Lernziel und hat 1 zu viele. Das heißt, ich bin ein Trainer und habe viele in meiner Gruppe und ich muss mich da auch mit der Gruppendynamik auskennen und mein Spezialgebiet und Fachthema vermitteln können. Ja. Vielleicht träumst du davon, immer mal Coach zu werden. Und der Grund dafür, dass Menschen davon träumen, ist, sie wollen Menschen helfen, sie wollen den direkten Kontakt, sie wollen sich selber weiterentwickeln und sie wollen das Thema Gesprächsführung, Psychologie, Motivation beherrschen, für sich nutzen. Und ich brauche kein Büro, keinen Chef. Ich bin übrigens gerade im Büro, deswegen kann ich hier nicht so energetisch heute hier laut mein Video aufnehmen. Ich habe mir das damals auch gedacht, ja. Ich habe Coaching-Ausbildung gemacht beim DBVC noch damals. Das hat weit über 5.000 € gekostet, ja. Und da ich schon immer systemische Psychologie für mich studiert und gelernt habe, mich das immer fasziniert hat und ich alles von Psychologen und Therapeuten wie Milton Erickson, Dr. Gunther Schmidt, Virginia Satir oder Carl Rogers gelesen habe, ist mir die Ausbildung auch wirklich leicht gefallen, ja. Das ging aber nicht allen so. Viele sind wieder ausgestiegen, weil sie gemerkt haben, dass es mit dem Coaching nicht wirklich zu ihnen passt. Du musst da in so einer Coaching-Ausbildung schon richtig lernen und ranklotzen, außer es ist irgend so eine Pillepalle-Ausbildung. Die Verbände machen alle gescheite Ausbildung und da musst du richtig Zeit investieren. Das habe ich auch gemacht, das hat mir auch Spaß gemacht, ja. Als ich dann als Business-Coach gearbeitet habe, habe ich zwei Sachen gemerkt. Einmal Absagen. Du hast einen Termin mit einer Führungskraft. Ich war richtig im Geschäftlichen unterwegs. Du kriegst es abgesagt. Das war ziemlich häufig der Fall. Und es war auch bei Kollegen so. Ja. Und was du ganz stark merkst, ist, du handelst deine Zeit für Geld ganz direkt 1-zu-1. Das heißt, deine wirtschaftliche Lage, und das ist noch ein weiteres Problem, hängt auch davon ab, ob du immer neue Kunden bekommst. Und die müssen es oft aus eigener Tasche zahlen. Selbst bei Führungskräften. Bist jetzt bei der SAP oder bei irgendeinem anderen Unternehmen, ja, da zahlt das Unternehmen nicht immer dieses Coaching. Das war früher mal ganz gut, ja, das war früher mal Goldgrube. Das ist heute nicht mehr der Fall. Und es gibt einfach einen riesen Wettbewerb. Bei einigen Firmen gibt es so viele interne Coaches, ja, die fördern interne Coaches. SAP, bestes Beispiel. Es gibt Abteilungen in manchen Firmen, da gibt es für 8 Mitarbeiter jeweils einen Coach. Die coachen sich alle selbst. Die brauchen dich nicht mehr. So, ja? Und das hat damit zu tun, dass eine Coaching-Ausbildung so eine Art Incentive geworden ist. Ja. Schon damals, vor Jahren, habe ich diesen Wettbewerb ganz deutlich gemerkt und bin auch finanziell einfach nicht vom Boden weggekommen. Ich habe den Hintern einfach nicht von der Straße hochbekommen. Jetzt könnte man sagen, du hast zu wenig pro Stunde genommen. Also ich habe schon damals, das ist vor Jahren, 240 € pro Stunde netto genommen. Aber was ist eigentlich in der Realität heute für alle Coaches im Schnitt der Stundensatz? Die Antwort, wenn du die neuesten Studien anschaust, wenn ein Unternehmen das Coaching bezahlt, und da musst du erstmal hinkommen, ja, dann sind es typischerweise 170 € pro Stunde. Und wenn es privat bezahlt wird, dann sind es typischerweise 120 € pro Stunde. That's it. Netto. Davon musst du jetzt leben. Ich verspreche dir, vergiss es. Weil du coachst ja nicht 8 Stunden am Tag und auch nicht 5 Stunden am Tag. Ganz im Gegenteil. Ja. Das sind Werte aus der Studie Coaching-Umfrage Deutschland 2020 vom BCO. Ich habe den Link unten. Und jetzt kommt mal was dazu. Das ist eine Selbstauskunft. Das heißt, diese Coaches geben selber an, was sie in der Stunde nehmen. Ich habe es schon so oft gehabt, dass du Coaches fragst, ja, was nimmst du pro Stunde? Ja, hier 250 €. Aber dann wieder im Einzelfall, ja, da habe ich das mal günstiger gemacht und so. Ja, also
Selbstauskunft. Ich lasse das Wort mal so stehen, wie es ist, ja. Was mich aber heute noch mehr alarmiert, die Stundensätze sind stagniert seit Jahren und in vielen Branchen, wo es einfach zu viele Coaches gibt, sogar gefallen. Wir haben eine Inflationsrate von 8% in Deutschland. Du verdienst also immer weniger. Wenn du das mal zusammenrechnest, um locker 2-3% jedes Jahr fallende Sätze von Coaches und 8% Inflation. Das heißt, du verdienst Jahr für Jahr immer 10% weniger. Das läppert sich. Ich habe damals schon nach einem Jahr gemerkt, das wird nichts. Und sofort begonnen, dann als Trainer zu arbeiten. Habe mich von ganz unten hochgearbeitet, habe die einfachsten Trainerjobs gemacht und sehr viel dadurch gelernt. Und erst dadurch habe ich mit der Zeit das wahre Gesicht des Coaching- und Trainingsmarkts kennengelernt. Die meisten Coaches, das weiß ich heute, sind nämlich auch Berater oder Trainer. Das kannst du aber auch in der Studie nachlesen, die ich auch unten verlinke von Rauen, ja. Und für die meisten Menschen da draußen ist Coaching ein Nebengeschäft. Jetzt zum Beispiel die Erhebung der Rauen Group, das ist die Firma hinter dem Coaching-Magazin, zeigt immer wieder Jahr für Jahr auf, Coaching macht für die meisten, und da, wir sprechen da von professionellen Coaches, die bei diesen Studien mitmachen, so ein Drittel des Verdienstes aus. Auch wieder, Achtung, Self-Reports. Ja? Ich kenne so viele Coaches, die haben 5 Coaching-Fälle im Jahr. That's it. So, ein Coaching-Fall sehen die 10 Mal oder so fertig. Ja? Die Trainer, die ich kenne, machen nichts anderes als Trainings, weil davon kannst du nämlich leben. Warum ist es so? Beim Training gibt es fast keine Absagen. In meiner Karriere, ich habe jetzt über 14.000 bezahlte Stunden als Trainer absolviert, gab es ganze 8 Absagen in meiner gesamten Karriere. In der Corona-Zeit habe ich alles online gemacht, da gab es für viele Trainer extrem viele Absagen, aber auch das hat die Coaching-Studie gezeigt, auch das Coaching-Volumen ist extrem zurückgegangen. Also Corona, okay, das ist nur am Rande. Das heißt, als Trainer tauschst du nicht mehr Zeit für Geld ein. 1:1, ja, deine wirtschaftliche Lage hängt auch nicht davon ab, immer neue Kunden zu finden, weil dein Auftraggeber ist die HR-Abteilung, ist das Personal und die Trainings kommen immer wieder und das ist halt ein ganz anderes, viel nachhaltigeres Geschäft. Du hast ganze Gruppen. Ja, wenn einer in der Gruppe krank wird, dann ist er krank. Das Training findet trotzdem statt, dann sind es halt statt 17, 16 oder statt 32, 31. Dass man als Trainer sehr gut leben kann, hängt auch mit der Konkurrenz zusammen. Es gibt viel weniger gute Trainer als Coaches, weil erstens kennen viele das Berufsbild Trainer gar nicht richtig, Business Trainer. Die meisten haben aber das Wort Coach schon mal irgendwie gehört, aber Trainer, ja, Trainer, die sich nur aufs Geschäftsthemen spezialisieren, wie zum Beispiel Führung, Business Trainer, keine Ahnung. Das Verrückte dran ist, dass ich die gleichen Motive hatte, dann Trainer zu werden, wie diese vielen Menschen, die alle Coach werden wollen, nämlich Menschen helfen, direkter Kontakt, mich selber weiterentwickeln, Gesprächsführung beherrschen, Psychologie, das Thema Motivation verstehen, kein Büro, kein Chef. Heute habe ich ein Büro. Aber das ist ganz interessant, ja, weil viele wollen Coach werden, einfach weil sie das im Vordergrund und gehen dann in so ein blödes Geschäftsmodell, wo sie hinterher echt damit stranden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das Einzige, was viele abschreckt, wirklich als Trainer mit Gruppen zu arbeiten, ist, ich muss vorne stehen können, mit der Gruppendynamik umgehen können und mich auf ein Thema spezialisieren, wie zum Beispiel Führung, oder Führung in einer bestimmten Branche oder Vertrieb oder Teamentwicklung oder was ganz Spezielles wie Sicherheitstrainings für die Chemiebranche, was auch immer. Und das bringt uns direkt zur Antwort, warum es diesen Coaching-Hype gibt. Jeder will Coach werden, ja, jeder ist auch irgendwie Coach heute, ja. Wenn ich dir als Coaching-Guru verspreche, dich zum Coach auszubilden, dann muss ich fachlich nichts Bestimmtes können. Das beste Beispiel ist Live-Coaching. Also es ist eigentlich Lebenshilfe, ja. Nicht nur, dass es in Deutschland super viele zugelassene Psychotherapeuten gibt und die alle schon teilweise deinen Job machen und du gar nicht deren Job als Psychotherapeuten machen darfst, da passieren auch sehr viele Gesetzesübertretungen, ja. Mal davon abgesehen, ich habe mal in einer sehr großen Facebook-Gruppe gefragt, das war vor einigen Jahren, die hieß damals Sichtbar werden als Coach. Da habe ich geschrieben, wörtlich, Hallo ihr Lieben, nur so aus Neugier
Wer von euch kann eigentlich davon leben? Ein Aufschrei, ja, ging durch diese Gruppe. Das war der längste Discussion-Thread, der längste Diskussions-Thread, jemals in den ich jemals ausgelöst habe im Facebook. Und das ist das Problem, dass viele halt nicht davon leben können und das auch merken. Ja, mich stört noch eine Sache im Coaching-Markt. Besonders Online-Marketer nennen die Videotrainings, die sie dir verkaufen, einfach Coaching-Programme. So. Nur weil ich Gruppen in Live-Meetings stecke, in Zoom mit teilweise 50, 100, 150 Leuten in so einem Call für meine Online-Marketing-Ausbildung, die ich anbiete, wo alles sonst einfach nur Videos sind, ist noch lange kein Coaching. Das finden die Verbände auch nicht gut. Ja? Und das ist auch nicht gut für dein Image als professioneller Coach. Und das ist der letzte Punkt, den ich dir ansprechen will, das Image in der Bevölkerung. Du weißt genau, wie die meisten reagieren, wenn du sagst, ja, ich bin Coach. Ja? Zurückhaltung, mindestens. Und ganz schnell, bei mir kam immer die Frage, und kannst du auch schon davon leben? So ganz, wenn das freundlich war, ja. Manche haben auch gesagt, kann doch keiner davon leben, ja. Aber die meisten sagen, und kannst du schon davon leben? Sehr, sehr verständnisvoll. Das interessiert die Leute einfach, weil sie sich fragen, ob das wirklich trägt, was du da machst, so, ja. Okay, tatsächlich haben von über 20 Coaches, die ich kenne, inzwischen 18 aufgegeben, und zwar nach etwas über einem Jahr. Von den anderen beiden hat eine ein Beratungsunternehmen, das richtig gut läuft, und die andere ist genau wie ich hauptberuflich Trainerin geworden. Du findest die Quellen für die Statistiken, die ich jetzt genannt habe, unten verlinkt. Wenn du mehr über den Trainingsmarkt wissen willst, ich habe ein Trainingsvideo dazu gemacht, über diesen Markt. Wie sieht der Markt eigentlich aus und was für Trainingsthemen gibt es und wo ist die Nachfrage überhaupt? Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe da auch das mit einer Teilnehmerin gemacht, die ich dafür für ein größeres Training ongeboardet habe. Ja. Ich hoffe, du findest das interessant. Wenn du gerne mehr über das Leben als Business-Trainer oder die Online-Arbeit als Business-Trainer wissen willst oder wie ich das geschafft habe, dann auszuwandern auch aus Deutschland oder eine Ausbildung zum Trainer machen möchtest, dann hol dir unbedingt das PDF, das ich auch für dich verlinkt habe, Kriterien-Checkliste für Trainerausbildung. Bis dann.